Servus miteinander. Ja, ich würde euch ja gerne was anderes sagen. Also eigentlich wollte ich euch präsentieren, dass ich in 4 Wochen mit dem Motorrad und der Marion in den Urlaub fahre. Und dass neue Geschichten kommen auf dem Blog und es kommen wieder neue Videos und so. Nur leider am Feiertag, am 1. Mai, hat mich die KTM verlassen. Also ich habe leider einen Motorschaden wahrscheinlicherweise. Ihr wollt ja auch noch wissen, was mit der Maschine passiert ist. Relativ simpel. Ich war am Dienstag in der Firma mit der Maschine, weil ich musste von einer Seite von München zur anderen Seite von München und das sollte in einer halben Stunde passieren. Und dann dachte ich mir, okay, nimmst die Maschine, weil Kati, die kann ja auch 200 fahren. Ist ja nicht so das Problem. Also bin ich so 180 Mal gefahren, also nicht dauerhaft, sondern was weiß ich, immer wenn es mal ging, aber hat so zwischen 160 und 180 so im Endeffekt durchgeprescht. Als ich dann nach Hause ankam, hatte ich mein gesamtes Bein war voll Öl. Und dachte mir so, oh scheiße, ja, da ist vielleicht irgendwas geplatzt, aber ist ja nicht so wild, das kann man ja schon selber reparieren, okay. Also machst du erstmal sauber und schaust dann, was passiert. Als ich dann im Endeffekt gesehen habe, ja, sie ist sauber, dann habe ich sie angelassen und wollte erstmal einen Ölstand kontrollieren. Okay, Ölstand kontrolliert. Und hab gesehen, okay, ein Drittel noch voll, okay, kein schlimmer Act, alles ist easy. Also wieder aufgefüllt mit dem normalen Motul 1550. Also wirklich schlagartig macht es auf einmal back, 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 back. Also man hat es auch wirklich gehört, dass auf einmal so wirklich die Ölförderleistung einfach versagt hat. Also es gab einfach gar keine Ölförderung mehr. Und dann hast du auch wirklich gehört, wie die Schläge auf den von der Nocke direkt auf diesen Federteller drauf knallt. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, also ein bisschen im Stand laufen lassen. Und aber habe schon gesehen, so dass normalerweise flackert das, wenn das Motorenöl warm ist, dann flackert im Endeffekt so ein bisschen so die Ölleuchte. Und da musst du normalerweise über 3000 Umdrehungen gehen und dann ist alles easy. Der Witz daran ist, es war dauerhaft. Okay, dachte ich mir, okay, machst du aus, macht keinen Sinn. Ausgemacht, dachte mir, okay, machst du einen Ölwechsel, weil schaust erstmal in den Luftfilterkasten, ob überhaupt Öl im Luftfilterkasten drin ist, weil verschlissene Kolben bedeutet automatisch, der Druck geht irgendwo anders hin, baut einen Druck im Motor auf und drückt dann oben aus der Entlüftung das Öl aus. Und diese Entlüftung ist halt im Luftfilterkasten und das ist leider so aufgebaut, wenn das jetzt der Luftfilter ist, dann ist hier der erste Vergaser drin und dahinter der zweite. Und das Loch von dem Überlauf zeigt genau über den ersten Vergaser. Ja, vielleicht nicht so ganz die gute Idee, aber ist egal. Ja, also das ist wieder KTM-like, aber was will man machen? So, jedenfalls, ich mache den Luftfilterkasten auf und sehe halt, okay, der Luftfilter, also er schwimmt nicht, aber er hat es gut aufgesogen, das Öl. Und im Vergaser-Ansaugstutzen hast du auch das Öl wirklich gesehen, ja. Und dann denke ich, okay, scheiße, ist kein gutes Zeichen. Machst einen Ölwechsel. Vielleicht ist es ja noch nicht schlimm. Und Ölwechsel gemacht, hab dann Späne gefunden. Ihr seht die dann mal jetzt hier kurz. Wenn man von links nach rechts geht, also von links ist so ein kleiner schwarzer Metall. Dann hast du einen langen, der lange ist so circa 1 mm breit und 3 mm lang. Aber es ist halt ein hohen, also man sieht es wirklich so. Und das ist irgendwie nicht so geil. Und den Stopfen, den ihr seht, das ist der untere Stopfen, wo die KTM hat mehrere Ölablassschrauben. Einmal oben in dem Reservoir, der war im Endeffekt, da ist auch ein Magnet dran, das hat ausgeschaut wie so ein Blumenstrauß. Das hat so. Mache ich euch auch mal kurz rein. War dann auch noch die untere Ablassstaude. Die seht ihr jetzt, die habt ihr ja vorhin schon gesehen. Die hat halt wirklich links, rechts 7. Ich zeig's noch mal kurz so. Und dann links, rechts diese Sachen. Gut, das waren nur Weichteile. Also das war alles nur so Körnerchen. Das ist auch, kann auch normaler Abrieb sein. Aber die drei in Folge, das ist gefährlich. Weil vorher kommen große Splitter. Öl abgelassen. Es war kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl. Also von daher war das alles okay. Das war das Ende der Geschichte. Dann habe ich mir gesagt, okay, es macht keinen Sinn, da weiterzumachen, weil entweder ich muss den Motor aufmachen selber, wobei ich einen KTM-Motor noch nie aufgemacht habe. Also deswegen würde ich es lieber gerne KTM machen lassen, weil es bringt halt nichts. Vor allem, ich habe nicht in drei, also wir wollen ja in 3 Wochen fahren. Ich schaff's halt nicht in 3 Wochen
das Motorrad zu reparieren, um dann im Endeffekt in den Urlaub zu fahren. Also muss ich es zu KTM geben. Und ich bin gerade eben bei KTM und, oder wie gesagt, ich bin gerade bei McDonald's, weil KTM hat noch nicht offen und die Dicke steht schon bei KTM vor der Tür und wartet darauf. Und das Wetter passt auch perfekt dazu, es ist regnerisch. Ja, also was soll ich sagen? Ich würde gerne was Besseres sagen, aber es ist so, wie es ist. Die Maschine ist kaputt. Ich werde heute mal schauen, wie das so wird bei KTM, weil die KTM München Nord ist relativ cool. Hab da auch mit jemandem telefoniert, der ist Michael. Also Grüße an Michael, danke nochmal für den Support, für den schnellen. Und ja, er versucht halt jetzt, das Problem zu lösen. Er wird wahrscheinlich den Motor spalten müssen oder aufmachen müssen, um nachzuschauen, was es ist. Und ja, und dann werde ich euch weiter berichten, was es war und ob wir es schaffen, am 1. Juni in den Urlaub zu fahren. Sollte das wirklich der Fall sein, dann gibt es noch ein Video. Ansonsten gibt es auch ein Video, aber das wird dann wahrscheinlicherweise ein bisschen anders laufen. Aber ja, seid gespannt. Es geht weiter, das Leben. Also, bis später. Fitti.